Hi, ich bin Peter und ich vertrete heute den Christoph. Der Christoph ist mitten im Umzugsstress und deswegen mache ich für euch heute die Klicks und Top 5 News mit folgenden Themen. Wir können bald Strecken, für die wir bisher 8 Stunden gebraucht haben, in nur einer Stunde zurücklegen. Menschen haben mehr Zellarten als bisher angenommen und droht uns eine neue Eiszeit? Das sind nur 3 der 5 Themen jetzt in den Klicks und Top 5 News. Frederick Amouk kommt aus einem kleinen Stadtteil in Nairobi. Dort gibt es kaum bis überhaupt keine Toiletten, kein Strom und kein Wasser. Er versucht jetzt den 2000 Menschen in seinem Viertel zu helfen. Die Initiative Human Trust machte sich zum Ziel, in Kenia Biozentren aufzubauen. Menschliche Fäkalien sollen dort als Energiequelle dienen. In Nairobi fehlt Menschen wie in vielen Orten auf der Welt die Möglichkeit, ihr Geschäft zu verrichten. Auch die nötige Energie, um zu kochen oder um einfach nur Wasser aufzuwärmen, fehlt vielerorts. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, berichtet, dass weltweit noch rund 2,5 Milliarden Menschen ohne Toilette auskommen müssen. Seit Jahren versuchen Wissenschaftler, Forscher und viele mehr, dieses Problem zu lösen. Mit einer sozusagen 2-in-1-Technik. Menschliche Fäkalien sollen genutzt werden, um Energie zu erzeugen. Obwohl schon seit Jahren Forscher daran tüfteln, eine solche Lösung zu finden und auch schon jede Menge Vorschläge gemacht wurden, konnte noch immer nicht die Lösung gefunden werden. Auch wenn es noch nicht die Lösung gibt, nutzen Länder wie Indien schon seit 1970 eine solche 2-in-1-Technik, die Grubentechnik. Wenn eine Grube voller Fäkalien ist, wird sie zugeschüttet und das Biogas wird abgefangen. Dieses Verfahren hat sich laut SOLAB, International Social Service Organization, bei ca. 15 Millionen Menschen durchgesetzt. 2023 soll es uns Menschen möglich sein, Strecken, für die wir heute noch, je nach Wind und Wetter, ca. 8,5 Stunden benötigen, in nur einer einzigen Stunde hinter uns zu lassen. Die Schallgeschwindigkeit würde dafür nicht ausreichen. Sie ist nämlich nur ein Fünftel der Mach 5, der sogenannten Hyperschallgeschwindigkeit. Genau diese könnte es uns ermöglichen, so schnell unterwegs zu sein. Die US Air Force möchte in 8 Jahren ein solches Flugobjekt geschaffen haben. Aktuell arbeiten sie zusammen mit der Forschungsorganisation des Pentagons an diesem Projekt. Der X-51 Waverider, das erste derartige Demoflugzeug, konnte solche Geschwindigkeiten bereits in Versuchen erreichen. In der zivilen Luftfahrt jedoch wird diese Technologie etwas später zum Einsatz kommen. Die Air Force konzentriert sich nämlich auf eine Rakete, die schnell, unbemannt und mit einem Sprengkopf ausgerüstet keine Piloten oder Jets in Gefahr bringt. Das gerät oft in Vergessenheit. Der Vulkan Yellowstone ruht derzeit noch im gleichnamig benannten Yellowstone National Park in den USA. Und das ist auch gut so, denn laut Forschern könnte der Ausbruch des Vulkans eine wahre Katastrophe für uns bedeuten. Er könnte unsere Erde in einen sogenannten vulkanischen Winter versetzen. Die Temperaturen würden so stark herabfallen, dass ganze Flächen über Jahre hinweg mit Eis bedeckt wären. Folge einer solchen Eiszeit? Weltweite Hungersnot. Am 8. Juni 1783 geschah schon einmal so eine Katastrophe. Der Laki-Krater brach aus und spukte gewaltige Massen an Asche und Lava in die Luft. Die Partikel der Asche bildeten sich in der Luft zu Aerosolen, Schwefelsäure und Sulfate. Diese gelangten dann bis in die Atmosphäre und schirmten nahezu das ganze Sonnenlicht ab. Die Erde bekam kaum mehr Sonnenwärme ab. Über 25.000 Menschen sind an den Folgen des starken Temperaturfalls, der ging bis zu minus 29 Grad, gestorben. Als die Aerosole dann endlich verschwanden, wartete die nächste Katastrophe auf die Menschen. Hochwasser. Die Sonne erwärmte sich am 23. Februar 1784 so stark, also sie erwärmte die Erde so stark, dass die Eisflächen in kürzester Zeit schmolzen. Forschern zufolge könne eben Yellowstone eine ähnliche Katastrophe auslösen. Noch ruht er. In einer Höhle in Spanien wurden Reste eines Menschen gefunden, der vor 430.000 Jahren verstorben war. Den Tod fand dieser laut Forschern auf eine nicht natürliche Art. Es wird von Mord gesprochen. Spanische Archäologen konnten anhand einer Computertomographie der Fundstücke erkennen, dass der Mann zweimal mit einem Gegenstand an der Stirn getroffen wurde. Die Spuren am Schädel des Cranium 17, so wird der Schädel genannt, seien vor dem Eintreffen des Todes entstanden. Ein Sturz, der zum Tod führte, könne man jedoch ausschließen, da es eher unwahrscheinlich ist, zweimal mit dem Kopf gegen denselben Stein oder Ähnliches zu treffen.
Eine häufige Todesursache von damals war der Kannibalismus. Aber auch der kann ausgeschlossen werden. Absolut keine Anzeichen von Schnitten oder Ähnliches seien gefunden worden. Der Leichnam wurde in einer schwer begehbaren Höhle gefunden. Um in die Höhle zu gelangen, muss man erstmal 13 Meter senkrecht nach unten. Mit dem Mord könne auch das Geheimnis um diese ungewöhnliche Höhle geklärt worden sein. Die Forscher gehen nämlich jetzt davon aus, dass die Höhle gar nicht als Unterschlupf oder Ähnliches genutzt wurde, sondern vielmehr als Friedhof. Leichen wurden einfach von oben in die Höhle entsorgt. Revolution in der DNA-Analyse. In US-Forschungslaboren arbeitet man in Hochtouren derzeit daran. Bisher ist man von ca. 100 unterschiedlichen Zellarten in uns Menschen ausgegangen. Mittlerweile könne man DNA-Stränge aber so exakt untersuchen und in rasender Geschwindigkeit analysieren, über 1000 Zellen pro Tag sollen möglich sein, dass diese Lehrbuchmeinung nicht mehr stimmen könnte. Tatsächlich sollen wir Menschen aus weit mehr als bisher angenommen unterschiedlichen Zellarten bestehen. Bis da wirklich festgesetzte Ergebnisse erzielt werden, müssen wir wohl noch mit unseren über 1000 Zellarten leben. Jetzt wäre doch mal interessant zu wissen, wie viele Zellarten wir als Supermensch hätten. Mehr zu dem Thema und zu dem etwas fiktionellen Thema findet ihr hier oben im Video. Vielleicht ist es ja gar nicht so fiktional. Zur App und zum Blog kommt ihr hier unten und würdet ihr euch in ein Flugobjekt setzen, das in einer Hyperschallgeschwindigkeit fliegt? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Und bis dann, den Spruch klaue ich dem Christoph nicht. Bis dann.